Das Thema meiner Ausführungen sind, das genannt Verlockungen und Fallen für junge Online-Konsumentinnen und Konsumenten, sind sozusagen kommerzielle Themen, kommerzielle Verlockungen im Internet für junge Menschen. Und ich möchte da insbesondere verschiedene Erfahrungen, Beobachtungen aus diesen genannten Projekten mit Ihnen teilen. Das ist zum einen SaferInternet.at. Ich glaube, es sind sehr viele Pädagoginnen und Pädagogen auch heute hier. Vielleicht haben Sie da auch schon einen Berührungspunkt gehabt. Das ist eine Initiative, die sich vor allem an junge Menschen richtet, aber ganz stark auch an Eltern und an Lehrende zum Thema Förderung, sichere, verantwortungsvolle Nutzung digitaler Medien. Genau diese Forderung, die wir zuvor bei diesem Statement auch jetzt zum Schluss gehört haben. Wir machen eben auch diesen Internet-Ombudsmann, eine Streitschlichtungsstelle, auch mit Unterstützung des Sozialministeriums, der Arbeiterkammer, wo wir hier schlichten rund um das Thema Einkaufen im Internet, hier auch immer wieder mit verschiedensten Anfragen konfrontiert sind. Wir betreiben auch die Watchlist Internet, wo wir ganz gezielt über aktuelle Betrugsfälle warnen. Und so aus diesem Erfahrungsschatz heraus habe ich diese Präsentation zusammengestellt. Stück weit vielleicht auch ein Kontrapunkt sozusagen aus der Praxis zu diesen theoretisch fundierten Ausführungen des Vormittags. Beginnen, und das war so ein bisschen der Auftrag auch an mich, so ein Einstieg mit der digitalen Lebenswelt junger Menschen, so ein paar Grundsätze, ein paar Charakteristika. Das ist auch das einzige Diagramm, das ich Ihnen heute zeigen werde. Wir brauchen nicht allzu viele Worte darüber verlieren, wie wichtig das Internet für junge Menschen ist. Hier ist es so im Vergleich, in Beziehung gesetzt zu verschiedenen anderen Medien wie Radio, Bücher, Fernsehen, auch Tageszeitung etc. Hier sehen wir so ganz klar auf Platz 1 das Internet. Spannend ist da vielleicht auch noch sozusagen dieser genderspezifische Unterschied, so ganz wie man sich das auch klischeehaft vorstellen würde. Computerspielen, ganz stark eine Burschensache, und umgekehrt Bücher lesen, da sind die Mädchen voraus. Genug der Zahlen aber jetzt einmal, vielmehr die Frage, was sind denn so, so typische Nutzungscharakteristika junger Menschen im Zusammenhang mit Internet und Handy. Das eine ist mal, jemand hat es am Vormittag so schön gesagt, man hat manchmal das Gefühl, das Handy ist schon so ein Körperteil geworden, es ist schon fast angewachsen. Also sozusagen diese vollkommene Integration in den Alltags, diese Generation 24/7 online, das Handy hat dann noch einmal natürlich das Smartphone eine entsprechende Veränderung herbeigeführt. Und wo es auch nicht so diese Trennung gibt zwischen Online und Offline, so wie wir das, digitalen Immigranten, wie das ja oft auch bezeichnet wird, wir sagen, dass es gibt dieses Online, die Online-Welt und es gibt die Offline-Welt. Für junge Menschen ist das alles eins, das ist die eine Welt. Und das ist manchmal auch so ein Stück weit auch schwierig zu begreifen und erklärt auch so manche Aussage oder so manches Verhalten auch. Das ist mal ein ganz ein wichtiger Punkt. Ein anderer ist, dass der Einstieg mittlerweile sehr, sehr früh beginnt. Wir haben vor mittlerweile 3 Jahren einmal eine Studie durchführen lassen zum Thema Einstieg ins Internet und haben dann herausgefunden, dass bei den 3- bis 6-Jährigen schon mehr als 40% regelmäßig in Kontakt mit Internet stehen. Wie ist das erklärbar? Nicht, weil sie jetzt auf Websites herumsurfen und dort Tageszeitungen lesen, logischerweise, sondern weil sie zum Teil auf Tablets, YouTube-Videos anschauen, verschiedene Apps heruntergeladen bekommen, am Smartphone der Eltern, Stichwort Babysitter, Internet. Da gibt es mittlerweile einfach sehr viel Verbreitung und das ist natürlich eine große Herausforderung, auch aus Elternperspektive. Ich kenne das selbst, weil ich eine 5-jährige Tochter habe. Wir können uns hier in unserer Generation hier nicht auf die eigenen Erfahrung des eigenen Kindseins zurückerinnern. Da gab es vielleicht das Fernsehen, die Regel ab, weiß ich nicht, 21 Uhr gibt es kein Fernsehen mehr, das greift im Internetzeitalter einfach zu kurz und wir müssen uns neue Strategien überlegen, neue Erziehungspraktiken und Techniken überlegen, wie wir damit umgehen und darauf gibt es sicherlich keine einfache Antwort. Eines ist sicherlich die Vorbildfunktion, die auch hier gefragt ist, wenn wir das heute auch schon einmal gehört haben. So ein dritter wesentlicher Aspekt habe ich versucht hier mit dieser Folie so symbolhaft festzuhalten. Das sind echt 2 Aspekte hier verknüpft. Das eine ist, dass das Medium Internet nicht gerade das Lesen langer Texte, das konzentrierte Lesen langer Texte fördert, sondern im Gegenteil eine besondere Eigenheit des Internet oder eine revolutionäre Veränderung war ja genau diese Erfindung des Hyperlinks. Das heißt, dass ich sozusagen auf einer Website oder viele Websites untereinander in Beziehung setzen kann mit diesen Links,
man würde es vielleicht böse auf der anderen Seite sagen, man kann jetzt so viel blöd herumklicken, ohne dass man sich auf etwas wirklich näher und tiefer einlässt. Aber das ist etwas, was auch so dieses Medium Internet mit sich bringt. Und das andere ist, dass wir auch, glaube ich, und das ist eine ganz eine entscheidende Veränderung auch der Digitalisierung, dass wir so einen Trend hin zur visuellen Kommunikation erleben und da gerade junge Menschen unglaubliche Vorreiter sind. Und gerade diese Videos sind so ein schönes Beispiel auch dafür. Selbst vor 5 Jahren hätte man sich, glaube ich, nicht vorstellen können, dass Schülerinnen und Schüler solche tollen Videos produzieren können. Da hat sich sehr viel getan, einerseits natürlich was Technologie betrifft, aber andererseits auch was die Kompetenzen in diesem Bereich betrifft. Und man sieht das ja auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Ein Beispiel ist immer, das Oxford Dictionary hat 2015 ein Emoji zum Wort des Jahres gewählt. Ein anderes ist, dass Sie kennen das vielleicht auch selbst schon mittlerweile, wir haben heute schon mal IKEA-Regale auch gesehen, wenn man so auf der Suche nach einer Bedienungsanleitung ist, was tut man heutzutage? Man geht eigentlich viel öfter mittlerweile auf YouTube und schaut sich dort ein Erklärvideo an, als sich durch langatmige Bedienungsanleitungen durchzuarbeiten, wo auch so ein Mehrwert der visuellen Kommunikation deutlich wird. Wenn Sie es nicht tun, weil ich jetzt gerade jemanden den Kopf schütteln gesehen habe, machen Sie das mal. Das ist wirklich empfehlenswert und oft sehr, sehr hilfreich. Es ist auch interessant, dass bei jungen Menschen zum Beispiel YouTube mittlerweile die wichtigste Suchmaschine ist. Also weniger Google, sondern wirklich YouTube, was auch ein Ausdruck dieser Omnipräsenz visueller Kommunikation ist. Wir erleben das auch in den Bereichen wie zum Beispiel, dass hochseriöse Tageszeitungen mittlerweile eigene Menschen anstellen, um Infografiken zu erstellen. Ja? Also das ist alles Ausdruck einer gewissen Verschiebung, glaube ich, die noch viel deutlicher werden mit all den damit verbundenen Vor- und Nachteilen. Und das Ganze ist natürlich auch sehr stark technologisch getrieben und eines meiner Lieblingssinnbilder dafür sind diese beiden, Sie kennen das wahrscheinlich schon. Das ist eine Aufnahme oder sind zwei Aufnahmen der Papstwahlen 2005 und 2013. Also dieser Moment der Verkündigung des Wahlergebnisses. Und ich finde, das zeigt einfach diese dramatische Veränderung mobiler, digitaler Geräte in relativ kurzer Zeit. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, gilt natürlich auch für viele soziale Netzwerkanwendungen. Wer von Ihnen, und es dürfen nur Menschen über 20 Jahre jetzt antworten, wer von Ihnen verwendet diese Anwendung, wo Sie das Symbol auf der linken Seite sehen? Eine Person, also 4, 5, ja, alle unter 20. Das ist Snapchat, falls Sie noch nie davon gehört haben. Das Rechte, das ist vielleicht schon etwas weiter verbreitet, auch bei den Erwachsenen, das ist Instagram. Und das sind zwei soziale Netzwerke, kann man jetzt diskutieren, ob das ein soziales Netzwerk ist, sagen wir mal, das sind zwei soziale Netzwerke, die auch sehr stark auf diese bildhafte Kommunikation setzen. Bei Snapchat geht es, Snapchat, bitte um Korrektur, wenn ich jetzt dann Blödsinn sage, geht es darum, kurze Videos zu verschicken, die dann auch sehr schnell wieder verschwinden, die man sich dann einmal noch wiederholt anschauen können. Man kann da mittlerweile auch so Stories machen und so weiter und die werden dann doch länger zur Verfügung gestellt. Aber im Prinzip geht es darum, kurze Videos zu machen, schnell aus der Hüfte geschossen und diese zu verbreiten. Bei Instagram ist im Gegensatz zu Facebook etc. steht da wirklich das Bild im Mittelpunkt, auch wenn das mittlerweile eh alles im Hintergrund zusammengehört. Aber auch das sind so Beispiele der Visualisierung. Wir haben da Ende letzten Jahres auch eine Studie dazu gemacht und da gab es dann so Zahlen auch, die das auch unterlegt haben. Ich teile jede Woche zumindest ein eigenes Bild im Internet. Fast 9 von 10 Jugendlichen, 35% sagen, ich teile jede Woche zumindest 10 eigene Bilder. All das unterstreicht das auch. Und das übrigens, wollte ich Ihnen auch nicht vorenthalten, sind Österreichs beliebteste Emojis in der Altersgruppe 11 bis 17 und 8 bis 10 Jahre, falls Sie das für die gelungene visuelle Kommunikation mit Ihren Schülerinnen oder Schülern oder den eigenen Familienmitgliedern mal einsetzen wollen. Digitale Medien sind auch immer oder haben immer auch eine wichtige Funktion, wie vieles andere auch natürlich, so in der Phase des Erwachsenwerdens, Selbstdarstellung ist da natürlich ein ganz wichtiger Punkt. So diese, wir haben das auch manchmal schon gehört, diese Außenwirkung, diese Frage, die immer schon da war, für junge Menschen, für alte auch, wer bin ich, wohin entwickle ich, wie wirke ich auf andere, wie komme ich an bei anderen? Und all das kann natürlich
wunderbar mit digitalen Medien auch ausgetestet werden. Auch so ein spielerischer Umgang mit dieser Frage der Identitätsfindung, Identitätsentwicklung, Stichwort Filter, sich mal so darzustellen, wie kommt das an, was erzeugt das für Reaktionen von anderen Menschen, all das geht wunderbar mit digitalen Medien und erfüllt hier entsprechende Bedürfnisse. Hier ist nochmal kurz so zusammengefasst, es gibt diesen Jugend-Internet-Monitor, den wir letztes Jahr das erste Mal veröffentlicht haben. Es wird dann im Februar auch eine neue Version geben über die Verbreitung sozialer Netzwerke der jungen Menschen. Komme aber jetzt zu dem Punkt, dass natürlich auch junge Menschen nicht nur Nutzerinnen sind in einem weiten Sinne, sondern eben auch Konsumentinnen und Konsumenten. Und in dieser digitalen Konsumwelt hat sich einiges verändert. Und das sind so schlaglichtartig natürlich ein paar so mir doch sehr wichtig erschienene Aspekte. Das eine ist mal, haben wir auch schon ein bisschen gehört, dieses Einkaufen rund um die Uhr, unabhängig vom Aufenthaltsort. Also ich kann jetzt wirklich sagen, ich habe den Einkaufskorb sozusagen in der Hosentasche und kann eigentlich ständig einkaufen. Hat natürlich dann auch sehr viel damit zu tun, gerade bei jungen Menschen, dass ich das auch der elterlichen Kontrolle in weiten Bereichen auch entziehen kann. Es gibt auch die Veränderung, dass ich nicht nur physische Waren kaufen kann übers Internet, die dann erst verzögert. In der digitalen Welt ist es auch möglich geworden, sozusagen Dinge auch sofort nutzen zu können nach der Bestellung. Stichwort digitale Güter. Wenn ich in einem Computerspiel mir zusätzliche Items kaufe, dann kann ich die sofort verwenden. Ich muss nicht darauf warten, bis die mit der Post geliefert werden. Selbes gilt natürlich für Musik, für Videos etc. Wir haben auch so eine Zunahme der Bedeutung von Plattformen in der digitalen Konsumwelt, wodurch manche auch schon von einem sogenannten Plattformkapitalismus sprechen. Was ist damit gemeint? Wir erleben oder sehen in vielen Anwendungsbereichen, dass diese Plattform, diese zentrale Vermittlerrolle, wie sie zum Beispiel Airbnb wahrnimmt, wie sie zum Beispiel Uber wahrnimmt, wie sie die einzelnen App-Shops in den jeweiligen Hardware-Welten wahrnehmen, eine ganz wichtige, monopolartige Rolle fast einnehmen und hier entsprechend auch das monetarisieren können. Wenn Sie zum Beispiel über den offiziellen App-Shop von Apple eine App verkaufen wollen, dann behält sich Apple, und ich glaube, das gilt ziemlich genau für Google gleich, 40% der Einnahmen. Sie kommen aber de facto nicht drum herum. Wenn Sie Hotels buchen, ist mittlerweile die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass Sie das auf Booking.com machen. Wenn Sie eine alternative Ferienunterkunft suchen, werden Sie auf Airbnb gehen. Umgekehrt werden Sie als Vermieter wahrscheinlich nicht gefunden werden, wenn Sie dort nicht vertreten sind. Das heißt, diese Plattformen haben eine sehr, sehr große Macht entwickelt und verdienen auch entsprechend gut. Auch das ist so eine ganz entscheidende Veränderung, wenn es auch so im Hinblick geht, auf welche Spielregeln sind da möglicherweise die besten. Ein ganz wichtiger Punkt, und ich werde dann nachher noch genauer darauf eingehen, ist der Punkt Transparenz im Bezug auf Werbung. Ein weiterer ist Informationsflut. Wir alle kämpfen ja eigentlich damit, dass wir, das ist relativiert zu diesem ersten Punkt ein bisschen, wir können zwar überall und rund um die Uhr einkaufen, aber eigentlich wissen wir gar nicht mehr genau, was wir einkaufen und wo wir es einkaufen sollen. Ich habe das zum Beispiel auch selbst erlebt. Für meinen letzten Sommerurlaub bin ich das erste Mal in meinem Leben in ein Reisebüro gegangen, weil ich es satt hatte, auf diesen vielen Plattformen mir das ultimative Schnäppchen rauszusuchen. Und das ist ein Erlebnis, was ich immer häufiger höre eigentlich. Übrigens, Reisebüros verzeichnen wieder Umsatzzuwächse, genau aus diesem Grund auch. Und das ist auch etwas, was sozusagen in dieser neuen digitalen Konsumwelt auffällt. Im Hinblick auf junge Menschen ist natürlich immer das Thema Altersverifikation ein wichtiges. Wie kann ich also sicherstellen, dass junge Menschen nicht Waren kaufen können, wie zum Beispiel Alkohol, ohne dass sie das nötige Alter dazu haben oder überhaupt, dass sie entsprechend geschäftsfähig sind, ganz generell beim Einkaufen. Und hier muss man sagen, dass obwohl jetzt das Internet schon ein bisschen eine Reife hat, es hier eigentlich de facto keine wirklich zufriedenstellenden Lösungen gibt. Man sieht das auch im Bereich des klassischen Jugendschutzes, was Pornografie etc. betrifft. Eigentlich funktionieren alle diese Systeme nicht wirklich. Und das ist in vielerlei Hinsicht natürlich unbefriedigend. Wir haben
auch das Phänomen, dass Konsumenten immer mehr auch Produzenten werden, woraus sich dann dieses Kunstwort Prosumer ergibt. Wir sehen das in verschiedensten Bereichen. Darf ich nochmal fragen, wer von Ihnen hat auf willhaben.at zum Beispiel schon mal etwas verkauft? Also das ist fast alle eigentlich. Ja? Auch das sind höhere Zahlen als im analogen Zeitalter, würde ich einmal annehmen. Auch was so das Veröffentlichen von Inhalten betrifft. Also man kauft nicht nur Inhalte, sondern man veröffentlicht auch entsprechend Inhalte. Das heißt, man ist mal Konsument, mal auch Produzent. Das heißt, hier gibt es auch diese Vermischung und das ist manchmal nicht mehr ganz klar, wen es eigentlich zu schützen gilt vielleicht auch. Ja? Also dieses Verschwinden der klaren Rollenabgrenzungen. Und ein wichtiger Punkt, wo ich auch noch darauf eingehen werde, sind neue Betrugsmaschen. Wir erleben das natürlich beim Internet-Ombudsmann auch entsprechend, dass durch die digitale Welt natürlich auch viele Betrüger hier ein sehr lukratives, unter Anführungszeichen, Geschäftsmodell sehen. Und ich habe dann ein paar Beispiele auch mitgebracht, wo wir aus der Praxis mitbekommen, dass das gerade für jüngere Menschen auch eine Falle sein kann. Diese Überblicksgrafik ist eigentlich so ein bisschen eine andere Variante von dem zweiten Vortrag am Vormittag, wo wir so diesen Informationsteil haben, dann den Motivationsteil und schließlich den Umsetzungsteil. Es geht einerseits immer so um diese Kaufhinführung. Bewertungsplattformen spielen eine große Rolle natürlich, Empfehlungen von Freunden. Diese Information, das dargestellt, wo so nicht unmittelbar davon profitiert wird, wenn man diese Informationen weitergibt. Es gibt die klassischen Werbungen, da werden wir uns ein paar Beispiele auch anschauen. Beim Einkauf selbst ist dann natürlich das Thema, wie wird überhaupt bezahlt? Haben Jugendliche auch Zugriff zu den entsprechenden Zahlungsmitteln? Auch die Diskussion, wer kauft eigentlich, beziehungsweise wer bestimmt, was gekauft wird, ist hier ein Thema. Der Themenkomplex Handy noch und dann auch die Fallen. Und das ist so ein bisschen auch die Inhaltsangabe jetzt für die weiteren Ausführungen. Jetzt ein wichtiger Punkt aber hier noch, was auch in der digitalen Welt ganz neu ist, dass wir auch mittlerweile mit Daten bezahlen. All diese Gratisdienste, sozialen Netzwerke, Suchmaschinen etc., die ja nichts kosten, E-Mail-Anbieter, diese bezahlen wir eigentlich mit unseren Daten. Und das ist jetzt nicht nur so eine konsequenzlos dahergesagte Behauptung. Es gibt auch mittlerweile auf EU-Ebene zum Beispiel einen Richtlinienentwurf zu digitalen Inhalten, wo auch wenn eine Bezahlung nicht über einen Preis erfolgt, also wirklich mit Geld bezahlt wird, sondern mit Daten, auch ähnliche konsumentenschutzrechtliche Bestimmungen gelten sollen. Und diese Daten sind ja so interessant und es herrscht da wirklich so etwas wie eine Goldgräberstimmung auch in der Industrie momentan vor, weil man eben sich Verschiedenes erhofft. Und das eine ist natürlich, dass all diese Werbung noch viel zielgruppengenauer, noch viel personalisierter gestaltet werden kann, dass genau die Werbung sie trifft, die sie auch wirklich interessiert, und niemanden anderen, das ist natürlich für alle, die Werbetreiben, die Werbung verbreiten wollen, entsprechend effizient. Aber es geht auch weiter. Es geht zum Beispiel um Versicherungen, die natürlich, wir leben das gerade auch im Zusammenhang mit Autos, Smart Cars etc., dass natürlich Versicherungen ganz, ganz interessiert sind, welches Verhalten der konkrete einzelne User an den Tag legt, um sozusagen meine Risikooptimierung entsprechend auch zu betreiben. Bis hin, dass es auch in Zukunft so sein wird, dass wahrscheinlich dieses Prinzip ein Preis für alle teilweise zumindest aufgelöst werden wird. Und wir reden hier von dieser personalisierten Preisbildung, Dynamic Pricing etc., wo man sagen kann, naja, ich schätze ein, Sie haben eine Zahlungsbereitschaft von so und so, bei Ihnen verlange ich ein bisschen mehr, aber beim Nachbarn vielleicht ein bisschen weniger, weil ich glaube, der wird nicht so viel zahlen. Wenn ich da ein entsprechendes Datenmaterial als Grundlage habe, kann das zumindest in der Theorie, noch einmal ein Schritt zur Erlösoptimierung sein. All das sind solche Beispiele, wo Daten genutzt werden. Und dann ist, und das ist da so, Entschuldigung, rechts oben, auch so ein Punkt, der so ein bisschen auch in Richtung Manipulation dann auch schon verweist, aber das ist ja auch eine alte Debatte, wo endet Werbung, wo beginnt Manipulation. Aber ein so ein Begriff, der immer wieder auch auftaucht, ist dieses Nudging. Man kennt das auch zum Beispiel aus der Offline-Welt, Schauplatz Herrentoilette zum Beispiel. Wenn Sie, alle Männer wissen das, es gibt manche Urinale, wo eine Spinne abgebildet ist und das gibt Studien, die beweisen, dass angeblich hier die Verunreinigung des Bodens um 80% sinkt.
weil diese Spinne hier anvisiert wird. Das gibt es auch mit Fußballtore zum Beispiel. Und das sind so kleine Nudges, Anstupser, so wenn Sie so wollen, um ein bestimmtes erwünschtes Verhalten zu erwirken. Und das kann man natürlich auch in die digitale Welt entsprechend so übersetzen. Und es ist auch kein Zufall, wenn zum Beispiel Mark Zuckerberg sich vor wenigen Tagen auch gezwungen gesehen hat, sich zu äußern und zu sagen, dass Facebook sicherlich nicht den amerikanischen Wahlkampf beeinflusst hat, weil es natürlich auch hier entsprechende Theorien gibt, dass der Facebook-Algorithmus, der darüber entscheidet, welche Nachrichten in ihrem Facebook-Newsstream angezeigt werden, hier entsprechende Einflussmöglichkeiten bietet. Und es gibt vor, ich glaube, rund 3 Jahren gab es einmal eine spannende Studie, wo tatsächlich, man kann mir jetzt an die Details auch nicht mehr erinnern, aber wo tatsächlich bei vielen, vielen Menschen, ausgewählten Menschen, besonders negative Nachrichten eingeblendet worden sind in diesen Newsstream. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass die Personen, die davon betroffen waren, auch selbst negativere Nachrichten gepostet haben. Und das hat sozusagen dieses ganze Beeinflussungspotenzial, das jetzt weit über Werbung natürlich hinausgeht, auch gezeigt. Und ich glaube, in Wahrheit der Dreh- und Angelpunkt jeder Datenschutzdiskussion eigentlich auch sein sollte. Hier nur ein Detail auch noch, was man mit Daten tun kann, weil das finde ich immer ganz eindrucksvoll. Erfolgsraten bei der Prognose von Persönlichkeitseigenschaften aus 170 Facebook-Likes, also man hat bei ethnischen Hintergrund 95% Zuverlässigkeit der Prognose, Geschlecht 93, sexuelle Orientierung 88, politische Einstellung 85. Also man kann da mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit euch auf personenbezogene, ja auf sensible Daten schließen mit, sage ich mal, relativ individuell betrachtet bedeutungslosen Likes. Zurück aber jetzt zu dieser Übersicht noch einmal. Wir reden über Werbung, verschiedenes Einkaufen und Fallen. Bleiben wir bei der Werbung oder beginnen wir dann mal mit der Werbung. Die Werbung ist, glaube ich, insofern so ein wichtiges Thema auch, weil wir gerade in der digitalen Welt das Problem haben, dass sie so schwer erkannt werden kann, nicht zuletzt auch deshalb, weil es so viele verschiedene Formen gibt. Wir erinnern uns zurück in unsere eigene analoge Kindheit, sage ich jetzt wieder ganz platt, die Werbung in der Zeitung, es gibt immer Ausnahmen, ja, aber in der Regel steht darüber Anzeige. Es ist klar, wenn im Fernsehen das Programm von Werbung unterbrochen wird, das weiß ich schon, es gibt Product Placement und alle möglichen anderen Schandtaten hier, aber so im Prinzip gibt es hier sehr gute Orientierungspfeiler, die aber alle mehr oder weniger verschwunden sind. Und es gibt auch viele Studien, die zeigen, dass Kinder sich sehr schwer tun, diese Werbung als solche zu erkennen, beziehungsweise auf der Verhaltensebene sich dann unter Anführungszeichen auch schwerer tun, sage ich jetzt auch wieder ganz platt, sich dagegen zu wehren. Deshalb so eine kleine Rundschau an solchen Werbeformen. Relativ simpel hier nochmal, das ist ein Beispiel Togo, Super RTL, das ist quasi dieser Kinderclub des entsprechenden Fernsehsenders, die hier natürlich auch nur so von Werbung strotzt. Das steht zwar da immer dabei, aber man kommt hier dann zum Beispiel auf die Barbie-Seite, wo es entsprechende Verkaufsangebote etc. gibt. Also hier sieht man schon sozusagen diese auch klare Verkaufsorientierung einer solchen unter Anführungszeichen Kinder-Webseite. In-Game-Advertising ist natürlich ein wichtiger Punkt. Das ist auch insofern spannend, weil junge Menschen das auch immer wieder sagen, das ist auch wichtig, dass dort Werbung ist, weil das natürlich dann entsprechend authentisch ausschaut. Das sind dann genau die Bilder, die man auch im Fernsehen geliefert bekommt oder das Fußballspiel. Hier sagen ja wirklich schon sehr realitätsnah dargestellt. Ohne Werbung würde auch der Spielspaß sinken, sagen dann manche. Ja, das ist eine interessante Beobachtung. Ein anderer Trend, der sich auch zeigt, sind so Adwork Games, wie die immer wieder genannt werden, dass Anbieter hier wirklich rund um ihre Produkte, hier zum Beispiel Puma, Spiele entwickeln. Also hier wird so der Tourenschuh als Rennauto zum Rennauto weiterentwickelt und das ist dann ein Spiel. Auch das ist so eine Variante von Werbung, die natürlich, wenn sie gut gemacht ist, auch sehr gut angenommen wird. Und hier haben wir ein Beispiel aus einer App, Simpsons App, wo hier, ich spiele das nicht selbst, ich habe das jetzt nur von einem Kollegen übernommen, aber wenn ich mir das richtig gemerkt habe, geht es so, dass das Auto in der Werkstatt ist und man, um weiterspielen zu können, bitte um Korrektur, wenn ich das wieder einen Blödsinn erzähle, dass man dann noch 29 Minuten und 28 Sekunden warten muss, bis man dann weiterspielen kann, oder man setzt zwei solche Donuts ein. Und diese Donuts,
Sie haben schon erahnt, kann man natürlich kaufen in verschiedenen Mengen. Das sind dann die sogenannten In-App-Käufe, da kommen wir dann auch nochmal dazu. Zum Beispiel könnte man sich ein Tablett mit 132 Donuts um 9,99 Euro kaufen. Aber wenn man auf Nummer sicher gehen will, auch eine Bootsladung mit 2400 Donuts um entsprechende 99,99 Euro. Also und auch das sozusagen ist ja letztlich eine Werbung und eine entsprechende Kaufaufforderung, wenn man so will. Anderes Beispiel, wo Werbung auch wieder ein neues Gesicht zeigen kann, sind so Bewertungs- und Preisvergleichsplattformen. Hier eine vielleicht bei uns nicht so bekannte, Ciao heißt die, die ist vor allem in Deutschland eher verbreitet. Letztlich geht es immer um die Frage, hier ein Beispiel Geizhals, Sie kennen die Preisvergleiche, gibt auch die Geizhals-Zeitung, habe ich gesehen im Programm, das hat aber nichts damit zu tun. Letztlich geht es immer darum, ob diese User-Meldungen, User-Kommentare, wie vertrauenswürdig sind die eigentlich? Und die große Frage, wie ist eigentlich auch das Geschäftsmodell dieser Bewertungsplattform? Kann ich mich darauf verlassen, dass die neutral ist? Wird die bezahlt von den Unternehmen, die hier bewertet oder verglichen werden und haben diese Bezahlungen ein entsprechend anderes Ranking zur Folge? Das sind die großen Fragen und die sind deshalb natürlich auch so relevant, weil sehr, sehr gern auf diese Bewertungs- und Vergleichsplattformen natürlich zurückgegriffen wird. Stichwort Information Overflow, Orientierungslosigkeit in der großen, weiten Welt. Und wenn man sich das genauer anschaut, verlangt es schon ein sehr hohes Maß, Amazon zum Beispiel, auch kennen Sie alle, ein sehr hohes Maß an Informationsbewertungskompetenz, wenn man herausfinden will, sind das echte oder sind das gefälschte Bewertungen. Es gibt Schätzungen, ich weiß nicht, wie seriös die sind, dass 20-30% der Bewertungen gefälscht sind, aber das sieht man meistens ohne Beleg dahinter. Aber das ist in der Praxis natürlich sehr schwer, weil Sie müssten sich da auf so Dinge verlassen wie, Sie vergleichen verschiedene Bewertungsplattformen, sehen Sie dort ähnliche Texte, die aber von anderen Namen gepostet sind. Manchmal ist auch auffällig, dass es eine negative Meldung gibt und dann gleich eine Lawine von guten Meldungen. Warum? Weil es doch eigene Agenturen gibt, es gibt sogar ein Schlagwort, das Astroturfing heißt das irgendwie, also das, wo wirklich Agenturen, wir haben das eh schon ein bisschen gesehen, auch Heerscharen an User ausgeschickt werden, die dann entsprechend positive Kommentare hinterlassen. Also das ist sozusagen hier auch ein entsprechendes Spiel und das zu durchschauen ist nicht leicht und manchmal wahrscheinlich auch sogar unmöglich. Ein weiteres interessantes Prinzip der digitalen Werbung ist das Mundpropaganda, die Empfehlung von Freunden. Hier noch einmal perfektioniert wird natürlich. Das ist ein Screenshot aus meinem eigenen Facebook-Newsstream, deswegen habe ich das jetzt auch ausgeblendet. Dahinter stehen Namen und wenn jetzt jemand wirbt und mich adressiert und ich sehe dann drüber noch einmal, dass mein lieber Freund so und so das auch toll findet, dann gewinnt diese Empfehlung natürlich einmal an Wert und wird sozusagen aus der Anonymität des Facebook News Streams noch einmal herausgehoben. Also auch das ist natürlich ein Mechanismus, der sich digital wunderbar abbilden lässt. Jetzt noch einmal zu einer anderen Facette auch von Werbung. Frage geht wieder nur an alle über 20-Jährigen. Wer von Ihnen kennt eine dieser Personen? Oder? Sie sind unter 20. Bitte, Sie haben aufgezeigt auch hier. Ja? Bitte, Sie wissen, wer das ist? Die rechte obere? Ja? Ja. Ja, Sie sind schon auf der richtigen Spur. Links oben ist die bürgerlichen Namen. Bianca Heinicke. Das andere ist die Lise Marie Schiffner, die tritt auch als Lise Marie Schiffner auf. Das links unten Marcel Dehne und der rechts unten Erik Range. Selbst wenn Sie, Beobachterinnen dieser YouTuberinnen und YouTuber-Welt sind, hören Sie meistens nicht diese Namen, sondern links oben, das ist Bibi. Bibi Beauty Palace ist sozusagen der Name dieses Channels. Lise Marie Schiffner tritt tatsächlich auch als Lise Marie Schiffner auf. KS-Freak ist links unten und Gronkh rechts unten. Zum Beispiel Gronkh macht nur Let's Play-Videos, das ist so ein eigenes YouTube-Genre. Er spielt Computer, das sage ich jetzt auch wieder sehr platt, er spielt Computer und filmt sich dabei und stellt das entsprechend ins Netz. 4,3 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten am YouTube-Kanal. Also wirklich
unglaublich. Bibit knapp dahinter 3,9. Marcel Däne ist übrigens in Steyr, glaube ich, aufgewachsen, sozusagen ein lokaler Heroe. Und rechts oben diese Marie Schiffner, die fällt vor allem auch auf, weil sie auf Instagram irrsinnig erfolgreich ist, hat hier 147.000 Follower auf Instagram. Und wenn Sie mal überlegen, für Ihre eigene Organisation einen Instagram-Account aufzubauen zum Beispiel, gehen Sie zu so jemandem wie diesen jungen Menschen und zahlen Sie keine teure Agentur, weil dieses Know-how, was die an den Tag legen, ist atemberaubend und unglaublich. Warum ist das interessant und warum ist das im Kontext von Werbung interessant? Das hier ist zum Beispiel ist noch jemand anderer, Victoria und Sarina, das sind Grazer, die sind ganz stark auf Beauty etc. fokussiert. Und es gibt dann auch so Phänomene, es poppt dann manchmal auch in den traditionellen Medien auf, wie zum Beispiel Polizeieinsatz bei Autogrammstunde mit YouTuberin Bibi, die war irgendwo in Wien bei der Möbelhauseröffnung, waren angeblich 4.000 Jugendliche dort. Und das ist eine Welt, wenn man sozusagen niemanden kennt in dem Alter, dann ist das etwas ganz was Fremdes natürlich. Und spannend ist hier natürlich wieder aus der Sicht der Werbung, aus der Sicht kommerzieller Verlockungen, dass hier entsprechende Werbung auch immer vorkommt, entsprechende Produktwerbung vorkommen kann und diese aber natürlich als solche in der Regel nicht gekennzeichnet wird. Und eigentlich ist das alles verboten, ja, wenn man sich so die diversen Richtlinien zum Thema Werbung anschaut, aber es findet natürlich einfach statt. Schauen Sie mal rein in so YouTube, es ist wirklich interessant und es ist wirklich auch wirklich gut gemacht. Ich persönlich finde manche wirklich toll, auch witzig, manche kann ich nicht nachvollziehen. Aber es ist wirklich eine Empfehlung, mal in diese Welt ein bisschen einzutauchen und sich vielleicht etwas auch zeigen zu lassen. Werbung ist nicht nur, weil da natürlich auf diesen Videos auch diverse YouTube-Standard-Banner-Werbung etc. eingeblendet wird. Das ist jetzt, Sie sehen es, das ist ein Screenshot, den ich gemacht habe. Das wäre jetzt eine schlechte Zielgruppenansprache für Jugendliche, die Maschinen- und Anlagenbaugeschichte. Da hätte das Data Mining überhaupt nicht funktioniert. Bibi zum Beispiel hat auch eine eigene Kosmetiklinie rausgebracht, die wird auch über einen eigenen Shop und so weiter vertrieben und ist mittlerweile auch bei Piper präsent zum Beispiel. Also das ist wirklich ein sehr, sehr stark durchkommerzialisiertes, organisiertes Produkt. Hier gibt es eigene Agenturen für diese YouTube-Stars und entsprechend gut ist das auch gemacht und entsprechend glaubwürdig und authentisch wird das auch in der Zielgruppe wahrgenommen. Und jetzt kommt meine das ist noch, genau, ich bin noch nicht da, das ist die Lisa Marie Schiffner, wo auch so dieses, wie wirklich auf andere sich vergleichen mit anderen, dieser Group Pressure, auch so punkto Schönheit, kommt da immer wieder ganz schön zutage, wenn man sich so die Kommentare durchliest, so ärgste Schönheit, schau dir mal ihre ganzen Bilder an, sie ist erst 15 geworden, wieso ist sie so schön, wieso sehe ich aus wie eine Kartoffel, Leben ist schon unfair, Traumfrau. Und da sieht man schon sozusagen diese perfekten Inszenierungen, die da auch stattfinden. Und zwischendurch wieder so, ich fahre auf Urlaub nach Italien und der Bikini ist von Delta Graham. Also das sind so die mehr oder weniger unverhohlenen Werbeeinschaltungen auch dazwischen wieder. Das ist jetzt meine schwierigste Folie, weil ich da jetzt den Bildschirm wechseln muss. Hilfe kommt, sehr gut. Genau, weil ich bin schon auf der falschen Seite da, bin schon überfordert. Schön auf den Punkt gebracht, dieses Thema YouTuberinnen und YouTuber und die kommerzielle Seite davon hat das in einem Beitrag Jan Böhmermann, den ich Ihnen kurz vorspielen möchte. Ja, das bringt es noch ein bisschen so auf den Punkt, sozusagen dieses Thema YouTuberinnen, YouTuber und Werbung. Ja, ein interessantes Phänomen, schauen Sie da mal rein, geben Sie sich das mal. Was kann man da so für Conclusio ziehen oder was sind so wichtige Punkte hier im Bereich Werbung? Es gibt natürlich auch verschiedene gesetzliche Spielregeln und Rahmenbedingungen, die ich jetzt nicht alle aufzählen will, aber die letztlich so vier wichtige Punkte auch zum Inhalt haben. Das eine ist mal, dass Werbung transparent gestaltet sein muss. Das heißt, ich muss klar erkennen können, das ist Werbung, das ist redaktioneller Inhalt und umgekehrt. Werbung darf Kinder auch nicht überrumpeln und muss im Alter gerecht werden. Das betrifft sowohl die beworbenen Produkte als auch die Inhalte, die in der Werbung selbst gezeigt werden. Werbung darf auch Kinder nicht unmittelbar zum Kauf auffordern und sie darf auch nicht so sein, dass sie
dann die Eltern zum Kaufen auffordert. Und Werbung muss die Privatsphäre und den Datenschutz der Nutzerinnen sicherstellen. Und das sind ja sozusagen sehr nachvollziehbare grundsätzliche Punkte, wie wir aber an vielen Beispielen sehen, auch in der Offline-Welt, natürlich ist das oft zu hinterfragen, aber gerade in der digitalen Welt werden die oft wohl nicht so in dieser Form eingehalten. Und das ist tatsächlich, denke ich, eine Herausforderung. Shopping, Thema Einkauf im Internet. Hier kurz so ein paar Punkte, die auch unserer Schlichtungspraxis etc. immer wieder vorkommt. Das eine ist natürlich das Thema im Einkauf im Internet, die Frage der Geschäftsfähigkeit, unmündige Minderjährige, mündige Minderjährige, wenn es hier zu Bestellungen kommt, kann das entsprechend auch wieder rückabgewickelt werden. Das gestaltet sich in der Praxis tatsächlich manchmal schwierig, dass sozusagen dieser Rücktausch von Ware und Geld tatsächlich stattfindet. Wenn das Kind tatsächlich eine Ware einkauft, wenn der 12-Jährige tatsächlich ein Produkt bestellt im Internet, dass das kein gültiger Vertrag ist, wenn die Eltern dem nicht zustimmen, das ist rechtlich ganz klar. Die Frage ist, kann man es dann so in der Praxis auch entsprechend, gerade wenn die Zahlung schon geleistet ist, wieder rückabwickeln. Wenn es bei so etwas Probleme gibt, bitte zum Beispiel www.ombudsmann.at eine kostenlose Beschwerde aufgeben. Etwas, was in dem Zusammenhang auch immer wieder diskutiert wird, ist so Aufsichtspflicht. Das erleben wir bei Abmahnungen, wenn es zum Beispiel um Urheberrechtsverletzungen kommt. Es gibt auch ein paar Fälle, die sich zum Teil auch, wenn sie dann ausjudiziert werden, auch teilweise widersprechen. So die Frage, wenn das Kind eine File-Sharing-Plattform betreibt, das ist auch im Moment jetzt nicht gerade das Thema, aber das war mal so ein großes Thema, und es hier zu einer entsprechenden urheberrechtlichen Abmahnung bzw. Klage kommt, müssen dann die Eltern zahlen, wenn das das Kind gemacht hat. Und das ist letztlich nicht eindeutig zu beantworten, aber grundsätzlich kann man einmal nicht davon ausgehen, dass einmal die Eltern über alle möglichen Risiken hier vorab informieren müssen, die hier im Internet auch stattfinden können. Ein nächster Punkt beim Einkauf ist natürlich, und darum scheitert das ja in der Praxis auch oft, dass Kinder im Internet einkaufen, ist, dass sie entsprechendes Zahlungsmittel haben, weil sie kein eigenes Zahlungsmittel haben, weil sie eigentlich das Zahlungsmittel, zum Beispiel die Kreditkarte der Eltern, verwenden müssten und das natürlich auch oft eine entsprechende Hürde darstellt. Interessant ist sozusagen im Detail, kann man sich dann anschauen, wie das ausschaut mit diesen Prepaid-Karten, Paysafe-Card und so weiter, wie die heißen. Die kann man ja in der Trafik auch kaufen. Hier ist an und für sich die Pflicht, dass dort eine Alterskontrolle stattfindet. Die spielt auch eine große Rolle, derartige Zahlungsmittel bei Computerspielen, bei Glücksspielen und so weiter. Wir haben das einmal so punktuell getestet, nicht wirklich aussagekräftig, und haben da gesehen, dass diese Kontrolle natürlich auch nicht immer stattfindet. Und dann ist natürlich auch das Thema Jugendschutz, sprich zum Beispiel Alkoholeinkauf im Internet. Kenne ich jetzt keinen Praxistest aus Österreich, wo das beim Online-Shopping wirklich durchgeführt worden ist. Kürzlich was gelesen, es war ein amerikanischer Test, wo auch gezeigt wurde, dass das natürlich in vielen Fällen dann auch geklappt hat. Auch das ist natürlich hier ein Thema. Handy, da sehen wir so aus vielen Workshops, den wir gerade in Volksschulen noch abhalten, Safer Internet Workshops, dass so, ich weiß nicht, ob Sie das auch mit Ihrer persönlichen Erfahrung deckt, dass so das erste Smartphone zur Erstkommunion stattfindet oder gekauft wird, also sagen jetzt nicht in der Regel, aber immer häufiger schon. Das heißt auch hier sehr früh entsprechende Handyverträge, die natürlich in aller Regel auch über die Eltern laufen. Was da so wichtige Punkte sind, ist, dass man mal beachtet, gerade wenn es vielleicht noch nicht Smartphones sind, dass hier nicht unnötig teure Handyverträge abgeschlossen werden. Die wichtigste Empfehlung ist eigentlich auch, ich habe mich da jetzt auch nochmal mit dem Gregor Goldbacher, der glaube ich heute mal da war schon noch, der ist der Leiter der RTR-Schlichtungsstelle, dass die wichtigste Empfehlung ist hier wirklich, Wertkarten-Handys zu verwenden. Das sind von den Tarifen her mittlerweile eigentlich gleichwertig, aber es ist einfach sehr viel Problem, dass die Vertragshandys immer wieder zu sehr hohen Handykosten führt, die mit solchen Prepaid-Varianten entsprechend abgefedert hätten werden können. Es gibt auch Kinder-Jugendtarife bei eigentlich allen Anbietern in Österreich, wo standardmäßig bestimmte Fallen oder Verursacher von Mehrkosten deaktiviert sind. Das sind zum Beispiel die klassischen Mehrwertdienste, aber auch die sogenannten
Content-Dienste, Web-Billing oder die haben unterschiedliche Bezeichnungen, also all das oder auch so ein Roaming ist hier einfach einmal in den meisten Fällen dieser Jugendtarife standardmäßig gesperrt. Das heißt, man muss hier nicht selbst aktiv werden, um das zu deaktivieren. Wenn das nicht so ist, ist das natürlich eine Empfehlung. Und wichtig auch, wenn es Probleme gibt, zur RTR-Schlichtungsstelle gehen. Auch das ist eine staatlich anerkannte Streitschlichtungsstelle, www.rtr.at, sogenannter Telekom-Regulator. Und gerade auch, wenn es so um Probleme geht rund um Drittnutzung, das heißt, Sie als Erwachsener haben mal das Handy wo liegen und Ihr Kind geht im App-Shop munter auf Shopping-Tour oder was weiß ich, dann gibt es hier gerade, wenn es hier so um die Handyrechnung geht, kommt es hier in aller Regel auch zu einer gütlichen Lösung. Also das ist so da hier ein großer Tipp und eine große Empfehlung. Thema Spiele natürlich naturgemäß noch ganz kurz, auch wo es hier kommerzielle Momente, wenn ich das so sagen darf, geben kann. Hier ist das Spiel League of Legends. Ein typisches Beispiel, wo man sich so Zusatzcharaktere kaufen kann zu unterschiedlichen Preisen, relativ kleine Beträge bis wieder höhere Beträge. Und Sie sehen hier kann man zum Beispiel mit so einer PaySafe-Card zahlen. Das ist sozusagen ein Coupon quasi, eine Wertkarte, die man sich auch in der Trafik vielleicht kaufen kann, auch wenn man noch kein eigenes Konto hat, um hier zum Beispiel mit Sofortüberweisung oder EPS-Online-Überweisung oder Kreditkarte zu zahlen. Das hier ist das Battle.net, das ist so für Blizzard, das ist so einer der größten Spielehersteller weltweit, so das zentrale Software-Tool. Warum ich das hier mit reingenommen habe, wir erleben immer wieder auch Fälle beim Internet-Ombudsmann, wo es einfach Probleme gibt mit diesen Anbietern, weil zum Beispiel ein Account deaktiviert wird, wo aber schon vorher entsprechend teure Spielfiguren gekauft worden sind, entsprechende digitale Güter gekauft worden sind und dann aber man eigentlich keinen Zugriff mehr darauf hat. Warum das auch immer gesperrt wird und in der Praxis ist es da relativ schwierig, zu entsprechenden Lösungen zu kommen. Warum? Weil wie bei all diesen großen Unternehmen, Stichwort wieder auch Plattformen, ist es, wenn es konkrete Probleme gibt, halt auch schwierig, da Kontakt aufzunehmen und an entsprechenden Lösungen auch zu arbeiten. Das ist eine Plattform, die heißt Steam, die ist auch relativ verbreitet, wo relativ günstige Spiele auch gespielt werden können. Da gibt es auch so eine Software, die man sich installieren muss am eigenen Computer. Die kann man sich dann entsprechend runterladen. Auch da gibt es immer wieder so Gewährleistungsfragen, ob die Spiele jetzt wirklich die versprochenen Funktionen und Features haben, dass Spiele auch eingestellt werden etc. Auch das sind nicht viele Fälle, aber punktuell Beschwerden, die hier bei uns auch aufschlagen. Und das ist so auch gerade Erwachsenen oft wenig bewusst, dass es da auch unter Umständen viel Geld gehen kann an Einkäufen, die man hier tätigt. Sie kennen das schon eher vielleicht aus diesen Apps, In-App-Käufe. Da gab es ja die Entwicklung, eigentlich so seit 2013, dass fast alle Apps kostenlos sind, außer die ganz teuren Video-Apps. Und dann eigentlich hier das Geschäftsmodell sogenannte In-App-Käufe vorsieht, wo zum Beispiel eine werbefreie Version freigeschaltet wird, wo man einzelne Levels vielleicht überspringen kann, wo ein Spielfortschritt schneller möglich ist etc. Und da gab es auch in den vergangenen Tagen eine besondere Meldung, nämlich hat die amerikanische FTC Amazon dazu verdonnert, bis zu, glaube ich, 68 Millionen Dollar an Eltern, amerikanische Eltern, zurückzuzahlen, weil die in früheren Jahren diese In-App-Kauffunktionalität nicht entsprechend gestaltet haben. Sie erinnern sich vielleicht noch, wenn der eine oder andere so ein Problem mal damit hatte, das war eigentlich freigeschalten, das war offen, man hat sehr rasch per Klick oder entsprechendes Aktivieren hier solche In-App-Käufe tätigen können. Das war oft ein Problem, dass man Kinder das Smartphone zum Spielen geben hat und die sind da munter drauf los einkaufen gegangen, haben glaubt, das ist auch ein Teil des Spiels in Wahrheit, wurde die Kreditkarte entsprechend belastet. Das ist jetzt mit Passwort versehen, auch standardmäßig. Das hat sich entsprechend verbessert, aber hier gab es entsprechende Verfahren. Das hat auch Google und Apple betroffen, die haben sich mit der FTC verglichen. Amazon hat es darauf ankommen lassen, muss jetzt zahlen. Das ist hier so ein Beispiel wieder, das ist das Spiel Clash of Clans, wo Sie hier wieder entsprechende Juwelen kaufen können, um Ihren persönlichen Spielspaß zu optimieren. Also In-App-Käufe, Tipp auch deaktivieren. Wie das geht, das finden Sie zum Beispiel in Flyern wie diesen hier und den sehen Sie draußen beim Informationsstand der Schuldnerhilfe. Können Sie auch kostenlos im Internet bestellen. Und
Ich nähere mich dem Ende, ich sehe schon kritische Blicke. Glücksspiel ist auch ein Punkt, wo wir uns vor einigen Jahren auch gemeinsam mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft gefragt haben, ist eigentlich der Umstand, dass man ein Handy eingesteckt hat, öffnet der Tür, also dem Glücksspiel Tür und Tor, gerade bei Jugendlichen. Man schaut ein Fußballspiel an und setzt Live-Wetten, weil es so einfach ist. Wir haben dann eine Studie durchführen lassen, auch, wo das noch nicht wirklich als Problem gesehen worden ist. Tendenziell muss man sagen, Online-Spielerinnen leben zwar gefährlicher, einfach weil sie öfter spielen, auch Spiele mit erhöhtem Gefährdungspotenzial, Sprichwort auch Sportwetten bzw. Automaten. Und was man auch gesehen hat, ist, und ich kürze das jetzt ein bisschen ab, es gibt so echt geldfreie Angebote als Einstiegsdroge, wo man pokern kann und Casino-Spiele spielen kann, wo man nichts einzahlen kann, aber wo man sehr leicht auf die Idee kommen könnte, wenn ich hier so erfolgreich bin, dann geht das ja sicherlich auch mit Geld. Fälle, die wir haben in diesem Bereich, ist manchmal, dass man auch einzahlt Geld oder das minderjährige Geld einzahlt und eine Alterskontrolle erst beim Auszahlen der Gewinne stattfindet und wenn die dann feststellen, dass man eigentlich, sie verstehen schon, wie diese Falle funktioniert. Stichwort Fallen, 5 Minuten noch ist okay. Ein Beispiel sind H&M-Gutscheine, die natürlich auch für junge Menschen immer wieder sehr interessant ist. Man bekommt am Handy solche Nachrichten, dass man so eine Umfrage machen soll und dafür mit einem Gutscheincode im Wert von 100 Euro belohnt wird und das auch entsprechend weiterschicken soll. In Wahrheit geht man dann immer irgendeine Form von Abos ein, die dann auf der Handyrechnung sichtbar werden. Das heißt, große Vorsicht bei entsprechenden Aufforderungen, bei Umfragen teilzunehmen. Ein Beispiel, was so gerade letztes Jahr und immer noch ein Thema ist, was wir auch in Zusammenarbeit mit unserem Partner Rad auf Draht sehen, ist Sextortion. Das ist so eine Falle, wo vor allem Männer oder junge Männer die Zielgruppe sind. Das heißt, es gibt soziale Netzwerkprofile von sehr attraktiven, leicht begleiteten Damen. Man wird dann von denen kontaktiert, unterhält sich dann, wird dann aufgefordert, zum Beispiel auf irgendein Videochat-Programm zu wechseln. Es kommt dann zu sexuellen Handlungen vor der Kamera, die werden natürlich mitgeschnitten und dann kommt das Mail und sagt, ich habe dieses Video auf YouTube gestellt, noch nicht freigeschalten, aber wenn du mir nicht 500 Euro zahlst, dann werden wir das entsprechend freischalten. So wie hier steht dann, you block me or delete me, I share immediately, mit fragwürdiger Rechtschreibung. Police, they can't help you, 500 Euro, I delete immediately. Das ist sozusagen dann die versprochene Lösung. Interessant ist auch, dass diese Geldforderungen lokalisiert sind. Ja, in Luxemburg zum Beispiel ist es viel teurer wie in Österreich. Um das mal verglichen. Ist auch bei jüngeren Menschen ist es weniger wie bei älteren Menschen. Also die agieren da durchaus geschickt. Wichtig ist, wenn man sowas bekommt, Empfehlung ist nicht zahlen, regelmäßig nach sich selbst googeln. Sehr oft wird das ohne dies nicht veröffentlicht. Und wenn es so eine Veröffentlichung gibt, zum Beispiel auch, können wir bei www.ombudsmann.at, wenn es sich so um die bekannten Plattformen handelt, relativ schnell löschen. Auch wenn es auf Pornoseiten landet, können wir das relativ schnell löschen, weil gerade die Pornoseiten extrem wenig Interesse haben, in solche Geschichten hineingezogen werden. Und hier noch so eine andere Variante. Ein junger Mann, durchaus sportlich, auf Instagram stellt sich entsprechend dar, wird dann angesprochen und sagt, toller Körper, toller Auftritt, möchtest du nicht ein Testimonial für unsere tollen Fitnessprodukte werden? Nach einiger Kommunikation stellt sich heraus, dass man zuerst einmal ein Fitnessprodukt kaufen muss, das dann ein Abo wird und die Bezahlung als Model findet natürlich nie statt. Auch all das ist Ihnen irgendwie bekannt und hat sich halt auch in die digitale Welt übertragen. Und als letztes Beispiel noch Markenfälschungen. Wir haben heute schon sehr viel über Brands auch gehört. Es gibt das Problem mit einer massiven Markenfälschungsindustrie auch, die sehr realistisch gestaltete Online-Shops erstellen, so wie diese hier, die in Wahrheit dann aber gefälschte Ware, wenn überhaupt, liefern. Und auch das ist sozusagen oft nicht ganz einfach zu erkennen. Stichwort Informationsbewertungskompetenz. Damit komme ich an Schluss. Fallen Informationen gibt es auf www.watchlist-internet.at, wenn Sie sich da sozusagen über aktuelle Betrugsfallen im Netz informieren wollen. Zukünftige Herausforderungen, nur ganz stichwortartig, Handyrechnung wird immer mehr zum Zahlungsmittel oder auch Handyhersteller eigene Zahlungsmittel werden kommen. Internet of Things in der speziellen Ausprägung von Internet of Toys, das heißt sozusagen,
die Barbie-Puppe ist schon ein bisschen bekannt, aber es werden Spielzeuge immer mehr vernetzt werden. Datenprofile von Geburt an ist das so ein Schlagwort. Virtual Reality, Sie kennen diese Datenbrillen, da gibt es große Erwartungen der Werbeindustrie, sozusagen immersive Werbung, die noch mehr sozusagen Eindruck hinterlässt zu gestalten. Und eine große Herausforderung natürlich, wie bei vielen dieser Themen in der digitalen Welt, wie kann es gelingen, Spielregeln zu entwickeln, die auch durchgesetzt werden können. Wer Interesse hat an all diesen Themen, da kann ich eine Empfehlung machen. Enaxo hat eine Studie veröffentlicht, die heißt When Free Isn't, Business Children on the Internet. Gibt es kostenlos zum Runterladen. Das ist so eine europäische Arbeitsgemeinschaft zum Thema Internet, Konsumentenschutz und Kinder. Und viele Infos safer-internet.at. Hier gibt es auch Angebote für Schulen, kostenlose Unterrichtsmaterialien, es gibt eine Workshop-Vermittlung, es gibt Leitfäden, es gibt viele Flyer für Jugendliche, die auch in Klassenstärke bestellt werden können, zum Beispiel draußen auch zum ersten Schmökern am Infotisch, www.saferinternet.at, wie gesagt. Am 7. Februar 2017 ist das Safer Internet Day, wo wir uns über viele Projekte freuen, gerade im Schulbereich, wo es auch 5.000 Euro für die Medienausstattung an der eigenen Schule zu gewinnen gibt. Vielleicht gibt es ja das eine oder andere Videoprojekt, das hier eingereicht werden möchte. Und 147 Rad auf Draht ist noch eine wichtige Ansprechstelle, auch für junge Menschen und deren Bezugspersonen, auch zu solchen Themen, Kostenfallen, was wir gehört haben heute. www.ombudsmann.at, kostenlos Beschwerde aufgeben. Und bei Handyproblemen RTR-Schlichtungsstelle, www.rtr.at. In diesem Sinne, vielen Dank.